Feldpost. Eine fiktionale Geschichte basierend auf wahren Begebenheiten. Als ich zu Grenzgänger recherchiert habe, bin ich auf die Geschichte mit diesem verkauften Haus gestoßen. Eine Frau hat mir erzählt, dass ein SPD-Mitglied zusammen mit der Familie fliehen musste und dass sozusagen ein proforma Kaufvertrag mit Nachbarn abgeschlossen wurde, der das Haus vor einer Beschlagnahme retten sollte. Es wurde ein symbolischer Preis bezahlt und die Vereinbarung getroffen, dass das SPD-Mitglied mit seiner Familie, wenn er zurückkäme, dieses Haus zu dem gleichen Preis wieder zurückkaufen konnte. Damit hatte er Geld für seine Flucht und gleichzeitig die Sicherheit, dass er wieder zurückkommen könnte. Das ist dann, als der Krieg zu Ende war, deutlich schiefgelaufen, weil man sich an diese zusätzliche mündliche Vereinbarung angeblich nicht mehr erinnern konnte. Das war die Ausgangsposition für diese Geschichte, die dann aber noch zusätzliche Aspekte kriegte, weil dann nochmal andere Geschichten dazu kamen. Danach war ich in Emding im Tagebucharchiv und habe dort mich durch Tagebücher aus dieser Zeit durchgekämpft sozusagen. Und dabei bin ich auf Aufzeichnungen gestoßen von einem Homosexuellen, der in diesen Kriegsjahren zum einen verhaftet wurde und den man dann an die Front geschickt hat. Als ich aus Emdingen zurück war, habe ich gedacht, es hätte mich interessiert, wie die beiden Männer in Verbindung geblieben sind. Und in dem Zusammenhang hatte ich die Idee, dass ich mir gerne mal Feldpost ansehen würde. Und dann habe ich im Internet tatsächlich Angebote gefunden, wo Feldpostbriefe angeboten wurden. Und die habe ich gekauft. Und ja, das war eigentlich das Material, wo sich dann rauskristallisierte, dass sich diese beiden Geschichten sehr wohl miteinander verbinden, weil diese beiden Familiengeschichten sozusagen sehr gut miteinander passen und man beide Geschichten erzählen kann. Und ich wollte gerne beide Geschichten erzählen.